Und da ist er. Da ist der riesige Sandsturm. So und so, perfekt. Das sollte ich jetzt eigentlich hell genug sein, diesem kleinen Häuschen. So. 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 Anmachen. Yay, eine sättige Mahlzeit einnehmen. Woohoo. Schmackhaftes Fleisch. Gegrilltes Steak. Wieso hält das Fleisch länger als das Steak? Das brauche ich, glaube ich, nicht zu verstehen, oder? Egal. Braten das jetzt einfach durch. Passt schon. Und dann war halt verdorbenes Fleisch. Soweit ich weiß, konnte man damit ja auch irgendwas machen. Puh, da draußen versuchen irgendwelche Leute ein wenig Ruhe zu genießen. Räumen die da draußen herum, Alter. Weiß es ja nicht. So. Erste können hier noch mit rein. Die Blätter auf jeden Fall. Die Samen auf jeden Fall auch. Die Aloe-Samen auf jeden Fall auch. Ledertagebuch. Tierhaut. Dummes Fleisch. Pflanzenfaser. Schieferrückenschnüpfling. Genau, stimmt. Schieferrücken heißen die. Okay. Hier gibt es auch gerade nichts weiter, was ich mir holen kann, wenn ich das richtig sehe. Jedenfalls nichts, was ich brauchen könnte. Die Eisenwerkzeuge wären vielleicht noch, aber das dauert. Also immer noch nichts wirklich. Ein großes Lagerfeuer. Ja, mir reicht eigentlich das Kleine. Waffen. Rüstung brauche ich ja alles jetzt aktuell noch nicht so wirklich. Religion sowieso erstmal noch gar nicht. Aber Pfeil und Bogen möchte ich jetzt eigentlich mal herstellen. Ach, weißt du was, sammelt die Sachen einfach alle neu. Was die Fasern angeht, das habe ich eh komplett neu zu sammeln, weil ich habe halt nie irgendwie was da. Also von daher.
brauche erstmal 7 Zwirn. 2 herstellen. Nee, die lasse ich da. Stimmt, ich brauche noch einmal Zwirn. Und dann brauche ich als nächstes Äste. Und da man ja nie genug Holz kriegen kann oder haben kann. Mare! Beziehungsweise nicht Mare, Larve. Fettlarve. Eine wunderschöne Fettlarve. Ich habe nur 6, ich brauche 10, wenn ich mich jetzt nicht irre. Benutzt doch die Kettensäge. Nee, danke. Ich benutze hier gar nichts, was das alles beschleunigt. Nicht für den Anfang. Das ist so schnell vorbei und so schnell langweilig und ja. Nee, also ich habe auch noch gar keine Kettensäge, davon abgesehen. Noch ein Pfeil. Okay. Bitte, ich packe mal auf 5. Und das Steinschwert. Also wieder Zwirn sammeln. Beziehungsweise Pflanzenfasern sammeln für Zwirn. Kettensäge und Fantasy-Spiel. Hust. Ja, du wirst vielleicht lachen, aber ich kann mir das tatsächlich recht gut vorstellen, dass es auch Fantasy-Spiele gibt, in denen es Kettensägen gibt. Wo denn? Ja, ich sehe die Mann. Ach, der hat noch... Ich dachte, er wäre tot. Ich wollte ihn nicht angreifen. Das tut mir leid. Du hast da so gelegen und geschlafen. Ich dachte, du wärst irgendwie... Keine Ahnung. Fail von mir. Ich bin zu brutal für das Spiel, glaube ich. Nein, also nicht für das Spiel, aber für die Schieferrücken. Der Gegner könnte oben auf dem Berg sein. Diese kleinen Mutis. Ja, und wo fehlt jetzt das N? So. Ja, erstmal das Schwert. Herstellen. 5 Stück herstellen. Kleine N. Also diese kleinen. Achso, okay. Also statt M ein N. Okay.
Statt M habe ich was an den Augen? Keine Ahnung, also ich bin da jetzt davon ausgegangen, dass er das meint. Ach so, kleinen Mut. Ach so, oh Gott. Entschuldigung, nee, ich hatte was an den Augen. Es tut mir leid. Mega Fail von mir. So, was wollte ich jetzt noch machen? Warte mal, hatte ich die nicht... Ich hatte die doch reingepackt gehabt vor den Pfeilen. Wieso hatte das nicht... Jetzt hat er mir statt dieses Teil nur die Pfeile gemacht. Was heißt nur die Pfeile gemacht? Jetzt hat er mir halt anstelle von dem Schwert halt die Pfeile gemacht. Nee, hier. 8. Oh, ich dachte gerade schon. Puh. Dachte gerade echt schon, die hätte ich jetzt einfach nicht gemacht. Ich dachte schon, ich habe hier den Hirnfurz. Nee, nee, nicht du. Ich. Ich habe den Hirnfurz. Ich glaube nicht, dass ich den Hammer brauche. Zumindest jetzt noch nicht. Mehr Stehvermögen. Ich brauche mehr Ausdauer. Mein Atemtimer wird verdoppelt. Machen wir das doch. Also, wir arbeiten uns darauf hin, sagen wir es mal so. Rüstungsmacher. Also eine Kopfbedeckung wäre schon mal nicht schlecht, ne? Machen wir einfach. Sieht man ja dann, ob wir da irgendwie groß was herstellen können. Und auch herstellen wollen. Ah, 4 Stufen brauche ich noch, okay. Eisenwerkzeuge. Könnte ich theoretisch schon mal freischalten. Den Schmied, den brauche ich. Den mache ich jetzt auch. Könnte ich jede Phase machen. meines Lebens ist glücklich. Jede Phase meines Lebens ist froh. Jede Phase und jede Arme und jede Phase ist voll gut drauf. Schon wieder 16 Monat? XDDDD. Ja, das ist schon das dritte Abochen heute, was ich kriege. Hallöchen, Lucy. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Im 16. Monat. Also mit Jasmin habe ich heute das zweite Kind gekriegt und mit Foxy auch. Bei dir dauert es noch 2 Monate. Aber du darfst ja gern schon einen Namen überlegen. Meinen Prime sollte ich eigentlich gar nicht haben. Also hier steht abonniert mit Prime Gaming. Stimmt, hast du mir nicht letztens erst deinen Prime reingeschmissen? Das dauert doch mal einen ganzen Monat, bis er wieder nutzbar ist.
Alter, ich und sprechen manchmal, ne? Breitschwert. Oder eine Pike. Das ist alles DLC. Oder ich hole mir die Möglichkeit für den Speer. Ja, eben, aber mein Prime habe ich schon woanders vergeben. Wer weiß, vielleicht hast du doppelt Prime wegen dem Monat. Was? Wieso das geht? Wieso doppelt Prime? Wegen was denn? Ist doch Pride-Monat. Ja, stimmt. Und da gehört sie dazu. Aber ob sie deswegen einen zweiten Prime hat, ich glaube nicht, nee. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube nicht. Plumps. Ich glaube, mein Vogel hat sich gerade zu sehr erschrocken, dass er mitbekommen hat, dass ich hier wieder aus dem Inventarus bin, dass er erstmal einen Abgang nach unten gemacht hat. Wäre irgendwie lustig. Ja, schon irgendwie. Glaube ich aber nicht, dass dadurch man doppelt Prime bekommt. Wie gesagt, glaube ich jetzt auch nicht. Aber bin da mal im Lurk. Alles klar, Lucy. Viel Spaß im Lurk. Ja, stimmt, das ist ja. Du brauchst eindeutig eine Sonnenbrille in-game. Ein Pferdezopf. Ja, ich habe einen Pferdeschweif. Das andere Wort, sage ich nicht im Stream. Und wieso sollte ich unbedingt eine Sonnenbrille benötigen in dem Spiel? Also in-game? Wie hot, du rothaarige Amazone. Bin keine Amazone. Weil es zu hell ist. Ach so, deswegen. Ist leider ja gerade keine Sonne, sonst. Ja. Sonst hätte ich einfach mal reingeschaut. Fischis! Sollst trinken. Der Foxy ist es wohl zu grell mit dem Wüstensand. Eigentlich Strand. Achso, zu grell. Ja.
rennt die denn nicht? Braucht immer so ewig lange, um auf das Rennen rüber zu wechseln. Zähl lieber hin. Der arme Hase. Es tut mir leid. Danke, Hasi, dass du mich versorgst. Aber reiß das nächste Mal bitte nicht deine Augen so auf, ja? Das sieht gruselig aus. Krell klingt wie die Abkürzung von einem Spiel, was wir ab und an spielen. Okay. Hallo, Hasi. Hallo, Hasi. Hallo. Hallo. Oh, ach so. Grell, Green Hell. Ja, stimmt. Da ist durchaus was dran. Hat er jetzt beide mitgenommen oder sind die beiden gerade einfach verschwunden? Nein, ist mir jetzt auch egal. Wieso ist der Bogen? Wieso geht er so weit nach oben raus? Ich erinnere mich nicht daran, so einen riesigen Bogen gemacht zu haben. Vor allem, wieso sieht er, wenn man nach oben schaut, so aus, als wäre das eine Hand? Mit so einem Seil dran. Nein, so eine ausgestreckte Hand. Seht ihr, wie so eine rechte Hand? Ja, wie so eine rechte Hand, die so nach oben schaut, wo aber so ein Seil dran hängt. Und nach links unten so. Ich weiß nicht wieso, diese Mutanten erinnern mich an Dirk Bach. Alles klar. Wieso erinnern die dich an Dirk Bach? Warte, die vergehen ja auch mit der Zeit. Ach stimmt, 4,5 Tage. Beziehungsweise nicht 4,5 Tage, 4,5 Stunden suchen. Klein, Plauze, kaum Haare. Ah, alles klar. Könnten auch Danny DeVito sein. Wer auch immer das ist. Kenne ich nicht. Sagt mir absolut nichts. Nee, andersrum. So. Proxy, das ist die zensierte Fassung. Wenn es die unzensierte Fassung wäre. Du kennst ihn sicher. Der ist Kult. Okay. Wenn du willst, kannst du mir gerne mal in Discord oder so einen Link schicken oder sowas. Dass ich den mal kennenlerne. Oder
herausfinden kann, ob ich ihn schon kenne. Ansonsten habe ich auch nichts dagegen, falls jemand von euch das Spiel wechseln möchte. Und irgendwas anderes spielen möchte. Oder mitspielen möchte. Oder was auch immer. Auch über Stein. Schlaf, Kindchen, schlaf. Ja, der lebt noch. Ja, ich weiß, das habe ich gesehen. Ich weiß auch gar nicht, was das vorhin war, dass ich dachte, er wäre irgendwie tot oder so. Es gab ein Gerücht, dass Arnold Schwarzenegger eine Fortsetzung zu Twins machen möchte. Da ist Danny DeVito wohl auch dabei. Moment, lebt er überhaupt noch? Ja, der lebt noch. Achso, das meinst du. Nicht darauf bezogen. Ja, ich hab's gerade. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. So doof, dass man, wenn man eine Waffe in der Hand hat, nicht wieder so reinscrollen kann. Sag mal. Die soll nicht klettern. Was wäre denn noch geplant heute, wenn du schon was sagst wegen Spielwechseln? Es ist nichts geplant. Es ist geplant einfach nur Survival Games. Mit offenem Ende. Es ist einfach nur geplant Survival, egal was für Survival. Und da haben wir etliche Spiele. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal den Ofen. 500 Steine. Ich habe 351 Steine bis jetzt. Die 500, die kriegen problemlos. Das sollte recht fix gehen. Bei den ganzen Steinen, die ich hier habe. Ich meine, ich habe ja jetzt schon wieder über 100. Ich hoppe mal in den DC. Du kannst auch gern direkt in den Channel rein. Du hast ja, meine ich, die Rechte dafür.
Klopf, klopf. Hallöchen. Hallo. Hallo. Also hast du schon eine Idee, was du spielen möchtest? Gehe ich mal jetzt einfach so von aus. Nö, noch nicht wirklich. Ach, ich dachte, wenn du schon dazu joinst. Ich schließe mir einfach an, auf was du Lust hast. Das ist ja, ich habe so ziemlich alles los. Ich wollte am liebsten jedes einzelne Survival-Game heute mal durchspielen. Durchspielen? Nein, das nicht in dem Sinne durchspielen, sondern halt einfach die komplette Reihe in Anführungsstrichen durchspielen. Also, dass ich halt jedes Survival-Game, das ich so besitze, spiele. Einmal spiele so. Okay. Ist es einfach nur dunkel oder ist das. Oder ist das die Sandlawine hier, der Sandsturm? Ich glaube, es wird einfach nur dunkel. Da glaube ich den Stein hier noch fertig. Jo, wurde einfach nur dunkel. Und Hallöchen Jasmin erneut. Beziehungsweise Bibi. Bist überlastet. Aber über 700 Steine wundert mich das auch nicht. Es wäre seltsam, wenn ich da nicht überlastet wäre. Mhm. Weißt du, was schlimm ist, was ich die Tage mal wieder festgestellt habe? Wenn ich tatsächlich so unfähig bin, dass ich mir beim Brötchen schneiden einmal so schön in die Hand schneide, versehentlich, dass ich ein paar Tage lang erstmal absolut gar nicht mehr abwaschen konnte. Darf ich das ganze Zeug, hier noch dieses Wochenende irgendwie abwaschen? Gar keinen Bock. Auch nicht mit Handschuhen, oder? Wenn du wüsstest, was das für ein Schmerz war, den ich hatte. Also ich hab, warte, ich schick dir mal ein Foto.